vorgestellt bekommen von Herrn Christian Breitenstrom, von Unit Security, einem Very Nice Partner zum Thema Cloud Compliance in Very Nice M365 Compliance Manager. Herr Breitenstrom. Ja, schönen Dank. Kann man mich hören? Ja, Sie sind gut zu hören. Wunderbar. Genau. So, zuerst nochmal diesen Code of Ethics, natürlich vom IC Square. Also wir als Firma Unit Security, wir arbeiten danach, deswegen unterstützen wir halt auch solche Veranstaltungen. Wir denken einfach, dass man gemeinsam dort angehen muss, um Security im Team auf allen Ebenen, auch gerade im Open-Source-Umfeld, eben zu unterstützen. Und insofern, ja, gerne bei solchen Veranstaltungen und wollen wir das halt so ein bisschen voranbringen. Zu meiner Person, ich habe relativ früh angefangen, mit Hardware zu basteln, also jetzt schon eine Weile her, 1986, dann Informatik studiert, habe dann in einer kleinen mittelständischen Firma in Berlin Point-of-Sales-Applikationen, also Kassensysteme und was dazugehört, so entwickelt mit C++, habe dann später auch mit Java entwickelt, als dann mehr ins Internet ging und habe dann auch also mit Eclipse Rich Client Plattform was zu tun gehabt, auf der Basis ja auch Very Nice eben läuft. Und ja, seit ungefähr 20 Jahren mache ich halt Informationssicherheit und habe viele größere Projekte auch auditiert und ja, Security-Anforderungen dort untergebracht und geprüft. Seit 2020 gibt es halt die Firma Unit Security und wir fokussieren uns auf Managed Services, das heißt also auf ja, Incident Response, das Finden von Schlupflöchern, Finden von Einbrechern, die gerade dabei sind, irgendwo die Firma lahmzulegen, und da helfen wir halt den Kunden, genau das einzugrenzen, zu finden und ja, wieder zu kompensieren. Very Nice habe ich tatsächlich schon ungefähr seit 2011 benutzt, aber ich habe es ganz lange eben in der unbezahlten Version benutzt und ja, ein Partner seit 2020 eben auch mit der neuen Firma, habe das immer begleitet, auch den Stand. Insofern war das jetzt auch für mich nochmal interessant, weil es ja Open Source ist, zu gucken, naja, lässt es sich denn kompilieren? Ist dann wirklich alles bei? Ist dann nicht wirklich irgendwie was verloren gegangen? Kann man das wirklich verändern, so wie man möchte, wie eigentlich der Open Source Gedanke ja auch ist? Und konnte das jetzt also nochmal feststellen, ja, das ist tatsächlich so. Und da komme ich dann ganz am Ende der Slides nochmal drauf zu. Ganz kurz die Agenda, was mache ich jetzt in dem Vortrag? Also ich stelle nochmal dar, warum es aus meiner Sicht dort tatsächlich noch ein Gap gibt zwischen allen möglichen ISMS-Werkzeugen, nicht nur Very Nice, und dem, was man eigentlich braucht als Informationssicherheitsbeauftragter und auch als Datenschützer. Dann werde ich das demonstrieren. Also ich habe da einen Prototypen oder ein Proof of Concept gebaut, noch auf der Eclipse-Plattform halt, und werde einfach das einfach nur zeigen, in welche Richtung das gehen könnte. Dann was zum C5-Katalog natürlich, weil das eben ja auch ganz wesentlicher Bestandteil ist, wenn man ja die Cloud irgendwo zertifizieren möchte, und deswegen einfach nochmal vorstellen, was kann man damit machen und warum ist es jetzt vielleicht für uns wichtig. Und ja, M365 war im letzten Jahr schon mal ein Thema, und das ist natürlich jetzt hier auch nur ein Stellvertreter. Man könnte genauso gut AWS nehmen. Also das ist jetzt tatsächlich einfach ein Stellvertreter für Cloud Services an sich. Genau. Jetzt vielleicht zu den Zielgruppen nochmal. Für wen ist eigentlich dieser Vortrag gedacht? Die meisten Firmen, die meisten Institutionen nutzen ja mittlerweile auf die eine oder andere Art die Cloud. Viele, die sich noch dagegen gesträubt haben aus Compliance-Gründen, ich glaube, lange dauert es nicht mehr, aber auf die eine oder andere Art wird da irgendwo immer irgendwo ein Teams oder irgendein
Zoom oder irgendwas wird da immer benutzt werden. Und insofern ist man da einfach mit drin. Da wird es auch keinen Weg zurückgeben. Das wird uns einfach immer beschäftigen. Und natürlich ist es so, dass besonders die Institutionen, die jetzt im Compliance-Regularien unterliegen, DSGVO ist ja sozusagen fast jeder betroffen, aber auch was so Banken, Finanzdienstleister oder auch Kraftwerke, Energieerzeuger und so weiter, Netzbetreiber angeht, die sind natürlich noch ganz besonders gehalten, dort ein gutes Sicherheitsmanagement zu machen und nicht einfach nur die Funktionalität der Cloud-Service zu nutzen. Natürlich, jetzt dieser Vortrag, der setzt schon auf Verinize auf einem vorhandenen, guten Sicherheitsmanagement. Und das setzt auch so ein bisschen darauf auf, dass man keine Angst vor Automatisierung hat. Also es gibt ja auch häufig da Ängste, nicht zu viel die Maschine, die künstliche Intelligenz zu machen zu lassen, dem Menschen genügend Spielraum zu lassen und so weiter. Das ist alles richtig, aber meiner Erfahrung nach ist gutes Sicherheitsmanagement auch immer mit einem guten Grad an Automatisierung verbunden, weil man es sonst schlichtweg vom Umfang her einfach gar nicht schafft. Der dritte Punkt, die Kostensteuerung. Also was kostet es, ein schlechtes Sicherheitsmanagement zu haben? Also genau diese Problematik, das wendet sich eher an Institutionen, die da kostenbewusst sind im Sinne von, sie vermeiden Risiken und sie versuchen aber auch nicht zu viel zu machen im Sinne irgendwelcher teuren Technik, die vielleicht gar keine Risiken mindert, sondern das geht hier darum, tatsächlich die Risiken zu erkennen und die guten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die also genau dazu geeignet sind, diese Risiken effizient zu mindern. Ja, also einerseits Kostenbewusstsein, andererseits aber auch genau da ansetzen den Hebel, wo dann auch die größte Wirksamkeit erreicht wird. Ja, und nicht zuletzt natürlich die kontinuierliche Verbesserung. Das heißt also, die Cloud wird uns nicht davon befreien, ständig uns weiterzuentwickeln. Jede Woche kommen neue Service-Update-Ankündigungen von Microsoft zum Beispiel. Also insofern, es geht immer weiter, es wird immer ausgebaut und insofern muss man da einfach mit Schritt halten. Genau. Und was ist jetzt der Gegenstand? Einerseits haben wir also ein ASMS-Werkzeug wie Verinize. Das ist bei anderen Werkzeugen nicht anders, dass man eine Darstellung hat, wie die Welt sein könnte. Es ist ein Modell und Charakteristikum eines Modells ist, dass es natürlich immer falsch ist. Also es ist nie so korrekt, wie die Welt tatsächlich ist, sondern es ist immer eine Abstraktion. Und bei einem Sicherheitsmanagement ist es halt häufig so, es ist auch Wunschdenken dabei und es stellt also eine Abstraktion dar, die vielleicht auch ein bisschen Selbsttäuschung mit enthält, sodass man eben möglicherweise die Risiken, die sich tatsächlich aus der Institution, aus der Technik und aus den Abläufen ergeben, dass man die vielleicht doch nicht dann so erkennt, wie man das eigentlich machen müsste. Das ist also die Person links oben im Bild, Transparenz. Sie ist natürlich bestrebt, immer Transparenz zu haben. Transparenz ist ein Gewährleistungsziel des Datenschutzes, Prüfbarkeit. Also man muss nachvollziehen können, auf welchen Annahmen dann eine Sicherheitsmaßnahme beruht und nur dann, wenn man sicherstellen kann, dass diese Annahmen auch begründet und korrekt sind, wird das Sicherheitsmanagement, also die Sicherheitsmaßnahme auch effizient sein, also auch kostensparend. Auf der rechten Seite haben wir natürlich die Automatisierungsfreunde, also die IT-Admins, die IT-Leiter, die sowieso schon längst erkannt haben,
dass dass je mehr man automatisiert, je mehr man Patching automatisiert, desto besser wird es dann halt auch. Und natürlich ist da auch immer so der Punkt Dokumentation. Warum muss ich denn dokumentieren, wenn es denn im Active Directory schon drinsteht und so weiter oder in der Regelbasis? Na, also man will möglichst Zusatzarbeiten, die ein reines, herkömmliches, altes Sicherheitsmanagement fordert, will man aus dem Weg gehen, auch den Personen geht man aus dem Weg, die einem immer solche Dokumentationen abverlangen. Und so ist unsere Leitfigur links unten, die Sicherheitsbeauftragte oder auch die Datenschutzbeauftragte, die also den Leuten immer hinterher rennt und die irgendwo immer drauf drängt, ja, aktualisiert doch bitte eure Richtlinien und schreibt doch bitte wieder den aktuellen Status in die Grundschutzchecks rein und so weiter. Für sie machen wir das und da wollen wir entscheidend helfen. Genau, weil sie sagt natürlich, ja, wenn eure Informationen nicht aktuell sind, wenn die nicht vollständig sind, dann können auch meine Sicherheitskonzepte nicht aktuell und nicht wirklich wirksam sein. Und damit hat sie recht. Und insofern muss man da natürlich ansetzen. Also man kann im besten Fall so ein ASMS-Werkzeug in ein Steuerinstrument verwandeln, wo denn tatsächlich aktuell valide Maßnahmen abzuleiten sind. Das kann man insbesondere deshalb, weil wenn nun viele in die Cloud gehen, diese Cloud-Anbieter natürlich definierte Schnittstellen haben dafür. Währenddessen ich bisher ein Zoo von verschiedenen Servern, von verschiedenen Betriebssystemen, von Hunderten von Anwendungen betreuen musste und organisatorische Schnittstellen noch und nöcher habe, habe ich jetzt in der Cloud definierte Formen von Inventar, von Möglichkeiten, das Patching durchzuführen und so weiter. Das heißt, diese Schnittstellen, die sind da und die sind nicht für jeden Server anders, sondern die sind halt für die Cloud gegeben. Das heißt, ich habe einen viel besseren Durchgriff auf den tatsächlichen Zustand meiner IT-Umgebung. Und insofern jetzt links die Administratorin, die gerne hackt und rechts den Vertreter des Sicherheitsdienstleisters, der halt einfach dort auch beim Monitoring unterstützt, also der die Daten entgegennimmt vom Kunden und dann auswertet und verhindert, dass es irgendwelche Angriffe gibt. Also die haben einfach einen viel besseren Zugang über die Cloud, als es bisher möglich war. Und deswegen sollte man halt jetzt irgendwie diese Möglichkeiten nutzen. Die Idee ist also, das ASMS zu ergänzen und in Richtung Steuerungsinstrument tatsächlich zu entwickeln. Also was ja häufig so ist, bisher ist es ein Dokumentationsinstrument und natürlich die Grundlage für die Risikoanalysen und für die Bewertung und für die Realisierungsplanung und so weiter. Aber was es nicht tut, ist den aktuellen Zustand tatsächlich der IT-Infrastruktur, der tatsächlichen Schwachstellen, der tatsächlichen Inzidenz und so weiter abzubilden. Da gab es ja auch bei VeriNice öfter mal Ansätze dazu, das mit dem Schwachstellenmanagement zu verknüpfen, regelmäßig dort Scans laufen zu lassen, die dann immer wieder eingepflegt werden und so weiter. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Das kann man jetzt gehen. Das kann man dann auch mit Veo gehen. Und insofern, dachte ich, da könnte man mal was zeigen. Das ist genau der Punkt. Demo or die. Ich war zwischendurch mal bei Fraunhofer und da gab es diesen Spruch, Demo or die. Das heißt also, zeige oder lass es sein. Und das würde ich jetzt einfach mal tun. wir haben ja jetzt hier das VeriNice, so wie wir es lieben gelernt haben. Und
Da gibt es unter anderem jetzt den Kriterienkatalog, den schauen wir uns nochmal an, für Cloud Computing, den C5-Katalog. Und ja, was haben wir da noch? Wir haben vor allen Dingen den modernisierten Grundschutz. Und genau. Na gut, also wir haben jetzt hier mal einen einfachen Informationsverbund und der hat jetzt einfach mal so eine Cloud-Nutzung, so einen Baustein moduliert. Und was ich da jetzt tun möchte, ist eigentlich, dass ich im Prinzip den aktuellen Status zu den Maßnahmen bei meinem Cloud-Provider, dass ich den einfach mal abholen möchte. Und da gibt es jetzt halt hier irgendwie so ein neues Item, aktuellen Status hinzufügen. Das haben wir jetzt hier schon mal. Genau, und das ist jetzt, es funktioniert so ähnlich wie mit den Notes. Also ich kann ja bisher auch schon hier irgendwo immer eine Notiz hinzufügen. Und so funktioniert es da auch. Und ich kann jetzt halt hier einen Status abrufen. Und der kontaktiert jetzt im Prinzip meinen Tenant von Microsoft, von M365. Also da machen wir jetzt mal. Genau. Passwort. Und das haben wir hier. Genau. Zack. Da haben wir natürlich auch als Sicherheitsfirma natürlich Multifactor Authentication. Ganz klar. Das sehen Sie jetzt nicht. Okay. 7, 6, 8, 3, 3. Okay. So, und jetzt läuft das Ding. Genau, man sieht hier unten, also das ist halt diese Job Control von Eclipse. Also tatsächlich wird es jetzt irgendwie so eine Minute dauern, vermutlich. Was da passiert ist, dass er sich im Prinzip die Graph API von Microsoft nimmt und dort die Datensätze zu dem Tenant abfragt. Also das heißt, genau, Job has finished. Das heißt, wir können uns jetzt auch den Report dazu ansehen. Und das Spannende dabei ist, Moment, wo haben wir ihn? Genau. Man hat ja solche Vergleichsstände, ne? Also den Secure Score für diesen Tenant, also in dem Fall für die Unit Security. Und den muss man ins Verhältnis setzen zu dem maximal erreichbaren Score. Das heißt, ich habe im Prinzip so ein tagesgenauer Barometer, welchen Stand ich denn in meinem Bereich denn erreicht habe. Das gliedern die dann noch auf Devices, auf die Daten, auf Identitäten. Und der Punkt ist noch, ich kann halt sehen, für bestimmte wichtige Maßnahmen, die natürlich auch im IT-Grundschutz und ISO 27001 vorkommen, kann ich sehen, in all diesen Objekten, die in M365 geführt werden, wie ist denn da eigentlich mein Implementierungsstand? Das heißt, jetzt kann ich hier weiter runtergehen. Das ist endlos. Das sind halt empfohlene Maßnahmen. Und da sehe ich halt, okay, ensure all users can complete Multifactor Authentication. Das heißt also, die können selber sich sozusagen Multifactor Authentication einrichten. Und das können halt, da haben wir erst einen Score von 4, währenddessen 9 erreichbar sind. Das heißt, als Sicherheitsbeauftragte oder als Datenschützerin habe ich hier konkret die Maßnahmen, die eigentlich an meine IT-Abteilung gehen können, wo ich dann, selbst wenn ich hiervon keine Ahnung habe, kann ich fragen, naja, ihr habt da irgendwie 0 von 8 hier, Enable Policy to Block Legacy Authentication. Warum macht ihr das denn nicht? Wäre das nicht sinnvoll, wenn das jetzt hier schon auftaucht? Und so weiter. Also ich kann jetzt hier selbst als Juristin, was ja häufig der Fall ist, wenn ich irgendwie Datenschützerin bin,
kann ich halt gucken, wie ist denn da eigentlich der Status und kann im Prinzip dort Aufgaben verteilen. So, das ist so der Punkt. Also ich will damit sagen, dass im Prinzip kann man das ISMS-Werkzeug zum Steuerinstrument machen, weil man den aktuellen Stand kennt und weil man auch mit validen Vorschlägen kommen kann, die also ja Best Practice entsprechen und die da eben auch nicht umsonst auftauchen. Da kann keiner sagen, naja, aber wir haben doch und das stimmt ja alles gar nicht und so weiter. Also das ist, ich habe in meiner Tätigkeit auch als Sicherheitsbeauftragter für öffentliche Einrichtungen oder auch für mittelständische Firmen häufig den Fall gehabt, dass man einfach nicht ausreichend informiert ist über den tatsächlichen Zustand, über mögliche Inzidenz, die vielleicht schon aufgetreten sind. Also man kann hier über die Graph API natürlich auch sich informieren über Inzidenz und über Dinge, die dort eben gerade passiert sind. Und also insofern diese Variante, wenn man jetzt gerade dabei ist, sozusagen neu zu denken, neue Produkte zu entwickeln, denke ich, wäre eine Überlegung wert. Was ich damit erreiche, einmal die Transparenz. Natürlich, ich weiß Bescheid, auch das Management in den höheren Schichten weiß Bescheid über den aktuellen Zustand. Es ist also kein Traum. Ich kann es automatisieren, weil die Schnittstellen da sind. Ich muss nicht jeden Server extra abfragen. Das auch bei AWS geht es ganz hervorragend. Ich kann die Personen stärken. Die haben natürlich ein viel besseres Feeling an sich, wenn sie wissen, dass sie davon auch wissen, was passiert und wo tatsächlich involviert sind. Also insofern macht das auch den Datenschützern und den Sicherheitsbeauftragten sicherlich Spaß. Jetzt gucken wir uns ganz schnell noch den C5-Katalog an. Der C5-Katalog richtet sich natürlich ganz klar an Cloud-Anbieter selber. Also wenn man sich das, Werner, es hat den ja sehr gut, dankenswerterweise. Genau. Der richtet sich an Cloud-Anbieter und da sind allgemeine Punkte drin. Und da gibt es aber auch diese unten in Punkt 6, die Basiskriterien. Und davon also auch ganz unten 6.17 die Produktsicherheit. Und da gibt es, schau an, Leitlinien und Empfehlungen für Cloud-Kunden. Also gibt es auch Punkte für die Nutzer dieser Cloud-Services. Weil häufig ist ja einfach so, dass man gar nicht weiß, wonach soll man denn den Cloud-Service-Anbieter dann fragen. Also das Ganze wird natürlich abgewickelt über Auditierung. Das heißt, die Cloud-Anbieter holen sich dann die Consultants ins Haus, die dann eben dort die Zertifikate erstellen und also prüfen den Verbund und dann also Zertifikate verteilen. Und auch da muss man natürlich als Security Engineer immer skeptisch sein und schauen, naja, wie alt ist es denn und so weiter und was ist denn tatsächlich geprüft worden und so weiter. Also das sollte man ja nie außer Acht lassen. Aber hier in diesem Basiskriterium steht zum Beispiel drin, dass also der Anbieter den Cloud-Kunden Leitlinien und Empfehlungen für die sichere Nutzung des bereitgestellten Cloud-Dienstes zugänglich macht. Das heißt, die Anbieter müssen den Kunden eigentlich auf einem Laufenden halten und ihm die Möglichkeit geben, selber reinzugucken und sich vom momentanen Zustand eben zu überzeugen. Und also hier ist es zum Beispiel so, Microsoft hat natürlich dieses Zertifikat. Ich habe mir das im letzten Jahr angeschaut das gab da, man sieht es ja, das ist von 2020, also das gab da durchaus schon komische Situationen, wo man sich fragt, naja, muss es nicht ständig aktuell sein und muss es nicht im Berichtszeitpunkt sozusagen mit umfasst sein? Also wie kann es sein, dass es also jetzt schon eigentlich veraltet ist und so weiter, wird man nicht erwarten.
Und ich kann jetzt darüber nicht viel mehr erzählen, nur ist es eben so, man sollte halt dort auch als Security Engineer ständig prüfen, nicht nur glauben. Und insofern, ja, also ist der Weg, sich permanent vom Zustand zu überzeugen, sicherlich irgendwo ganz wichtig. Und zum anderen ist natürlich dieser Katalog ein Maßstab dafür, was ich denn die Cloud-Anbieter eigentlich fragen kann. Also was müssen sie denn einhalten? Zu was müssen sie sich denn eigentlich verpflichten? Also worauf kann ich denn mein eigenes Sicherheitsmanagement denn ausrichten? Also im Prinzip ist es schon sehr hilfreich und ich kann halt sehen, wofür ich selber verantwortlich bin. Das macht jeder Cloud-Anbieter, AWS genauso. Es gibt diese Shared Responsibility. Microsoft sagt hier natürlich, sie sind halt für die Basis, eben für die Physik zuständig. Und der Kunde ist halt letztendlich für ja, Services oben drüber, die richtige Konfiguration, das Rollenrechte-Management bei den Benutzern und so weiter. Das sind halt Teile, wo eben der Kunde zuständig ist. Und diese Grenze, die muss man halt im Kopf haben und muss halt entsprechend auch darauf reagieren. Was Sie eben noch machen, jetzt M365 spezifisch, Sie haben eben diesen Graph Explorer. Das heißt also, über den Graph Explorer kann man diese ganze API sehr gut ausprobieren. Man muss halt sich dort anmelden mit dem Tenant und kann genau prüfen, welche Schnittstellen es gibt zu Alerting, ja, zum Secure Score, was wir gesehen haben, und genauso auch zu den Assets, also welche Services, welche Cluster sind dann dort vorhanden und so weiter, auch bis hin zu den Benutzern und deren Compliance-Status. Das heißt also, genau, ich habe als Cloud-Kunde darüber relativ starke Steuerungsmöglichkeiten, wenn ich eben weiß, okay, welche Threats sind denn gerade aktuell, welche sind denn zutreffend für meine Umgebung, und als Sicherheitsbeauftragte kann ich einfach dann das in Form von Tickets oder Anfragen an mein IT-Team geben und kann dann darauf hinwirken, dass ja, das Risikobarometer letztendlich wieder fällt. Jetzt noch ganz kurz zur Implementierung. Also, wir haben ja gesehen, das ist Eclipse-basiert. Für mich war interessant, okay, kompiliert es dann tatsächlich? Ja, es kompiliert. Es gab dort einen Hinweis. Kann man das Forum nutzen? Und letztendlich hat es dann funktioniert. Die Sourcen, die ich dafür erstellt habe, habe ich auch wieder eingecheckt in dem Repository. Das ist öffentlich, kommt man ran. Der Bildprozess, der ist ja doch sehr umfangreich. Man sieht es halt unendlich viele Sourcen, historisch gewachsen, aber das müssen ja 100 Jahre sein oder weiß ich nicht wie viel, aber jedenfalls unglaubliche Mengen. Ich habe ungefähr ja vor 10 Jahren das letzte Mal entwickelt damit, habe festgestellt, ja, das Maven-Plugin von Eclipse hat also immer noch ein paar Schwierigkeiten, und also es ist immer noch der Zustand. Insofern, ja, es ist vollkommen einzusehen, dass sie da jetzt auf eine andere Plattform migrieren und dass sie auch einfach den Bildprozess vereinfachen, verschlanken und wieder in die heutige Zeit mit reinnehmen. Natürlich, wenn man das jetzt sieht, die Azure-Anbindung, da gibt es von Microsoft auch ein Toolkit, auch für Eclipse. Das habe ich nicht weiter verfolgt, weil das zog wieder eins das nächste nach sich, und das landete dann auch bei speziellen von Microsoft freigegebenen JDKs und so weiter. Also es war nicht so ganz einfach. Die Authentifizierung, die wir ja gesehen haben, das ist über den Standard, über den alles funktioniert, OAuth basiert, und man braucht also eine registrierte App, der es erlaubt ist, diese Abfragen zu tun. Und ja, insofern auch so gestaltet, dass man im Prinzip diese App
In dem Skript zum Beispiel ist so, das erzeugt diese App und man könnte es genauso gut, wenn der Report erstellt ist, diese App wieder löschen. Das heißt, man hätte nur für diesen sehr beschränkten Zeitraum hätte man dort eine zusätzliche App mit registriert in seinem Tenant, der es also erlaubt ist, diese Abfragen zu tätigen, also auch im Sinne von ja, minimalinvasiven Eingriffen relativ gut gemacht. Also dieses Skript stammt nicht von mir, deswegen sage ich das. Die Datenmodellierung habe ich nicht erweitert, schien mir zu umfangreich, deswegen habe ich also das, was man hier sieht, diesen Status, Moment, den hier, wenn man den abspeichert, dann ist der halt wie eine Node abgespeichert in dem gleichen Satz. Und also wird insgesamt auch so behandelt wie Nodes, also schien mir jetzt irgendwo erstmal für den Proof of Concept irgendwie völlig ausreichend zu sein. Der Client natürlich, wahrscheinlich einer der Gründe, warum es jetzt zu Veo ja gilt. Also man hat im Prinzip nur einen eingeschränkten Zugriff im Sinne der vielen verschiedenen Personen, die wir oben gesehen haben. Wäre es schon hilfreich, wenn man also mehreren Personen dort Zugriff geben könnte auf so ein gemeinsames, auf eine gemeinsame Sicht des Sicherheitsmanagements. Und insofern, ja, eine Webanwendung ist da sicherlich zu begrüßen, ist viel einfacher. Und also genau, ist einfach an der Zeit. Und was da noch mit reinspielt, wir hatten es vorhin gesehen, der Kollege, der aus dem SOC kommt hier auf der rechten Seite, der macht natürlich Dashboards auf einer Basis eines SIEMs und wertet also die aktuellen Angriffe aus, die so laufen und schaut, was dort zu tun ist. Und auch hier kann man überlegen, ob man nicht diese Dashboards oder ausgewählte Formen davon einfach dem ASMS-Team zur Verfügung stellt, weil die natürlich auch in der Lage sein müssen, dort schnell zu reagieren. Und also sowas wie, wie viele Angriffe gab es denn? Welche sind denn noch in Bearbeitung? Sind es eher Script-Kiddies, die dort angreifen? Oder sind es jetzt irgendwie die Hacker aus dem, ja, will ich nicht sagen, woher, aber natürlich kann man da genauer Orte auch feststellen, macht auch letztendlich jeder Managed Service Provider. Also insofern ist eine Web-Umgebung, die verschiedenen Stakeholder dort mit einbezieht, natürlich irgendwie begrüßenswert. Genau. So, jetzt noch ein Randthema PowerShell, also diese PowerShell-Skript, was dort im Hintergrund lief. Das war ist ja tatsächlich nicht so einfach. Das in der Microsoft Graph API sieht es also so aus, dass man eigentlich nur ein Modul importieren muss, genau das hier, und dann in PowerShell sagen muss, okay, gib mir also den Secure Score und davon die obersten 5. Und dann sollte es eigentlich passieren. Das ist auch das, was man jetzt im Report gesehen hat. Also sowas in der Art wurde hier auch genau gemacht. Aber um eine Umgebung aufzubauen, in der das tatsächlich möglich ist, das dauert halt eine Weile und ist auch nicht auf allen Rechnern gleich und so weiter. Also das war ein ziemlicher ja, Punkt, und da braucht man natürlich auch dann das Commitment der IT dafür, damit die also einem die Rechte dafür geben. Also so ganz nur mit Very Nice installieren und dann funktioniert es von Hause aus, das wird nicht funktionieren, sondern man muss halt den Client haben, der da eben mit berechtigt ist. Aber das ist ja auch guter Grund. Genau, jetzt gab es noch einen Punkt. Ja, Danksagung ist ja auch letztendlich ein guter Zeitpunkt. Also wie Newton auch sagte, standing on the shoulders of giants. Also die vielen
Jahrzehnte oder vielleicht noch mehr an Open Source Entwicklern, die in Eclipse ihre Zeit investiert haben. Also das kann man gar nicht genug schätzen. Und insofern, auch wenn es hier und da mal eine Schwachstelle gibt, muss man eigentlich sehr dankbar sein, dass diese Leute da eben die Zeit letztendlich für solche Produkte mit ans Bein gebunden haben. Dank Firma Sernet, dass Sie das so gut betreuen, auch schon über die ganze Zeit. Und es gibt ja verschiedene ASMS-Werkzeuge, aber ich fand über die Zeit hinweg mit der Performance, die man da erreicht und mit der Einfachheit und lange Zeit, dass man dem Kunden auch einen Client zur Verfügung stellen konnte, wo er selber den Verbund sich anschauen konnte, den man dann als Security Engineer irgendwo erstellt hat. Das waren irgendwie sehr gute Ansätze und die haben, glaube ich, sehr zur Verbreitung beigetragen. Natürlich, hier sind noch ein paar weitere Quellen für die PowerShell-Skript und für die Sachen, die ich daran geändert habe, mit angegeben. Ohne die wäre das natürlich auch nicht so schnell gegangen. Das hat jetzt im Wesentlichen 2 Wochenenden gekostet und noch ein paar Abende. Und also insofern, ja, eigentlich handhabbar. Insofern, ich denke mal, man kann damit, wenn man Very Nice oder das überhaupt ASMS-Tools in diese Richtung bringt, als zentrale, nicht nur Dokumentations-, sondern Steuerinstrumente, die denn also auch den aktuellen Zustand in der Umgebung darstellen können und auf der Basis es möglich ist, tatsächlich Risikobewertung eben ganz aktuell durchzuführen, dann gewinnt man noch ein bisschen mehr und man macht eben auch die Kollegen, die sich dann damit tagtäglich beschäftigen, irgendwo ein bisschen glücklicher. Insofern, ja, gerne bin ich da weiter dabei und verfolge, was Sie mit WHO so auf die Beine stellen. Vielen Dank, Herr Breitenstrom, bis hierhin. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Also ich fand es sehr spannend. Ich finde es immer wieder sehr spannend, was man mit Very Nice alles machen kann. Also ich könnte das nicht, so viel steht fest. Aber ich weiß, dass meine Kollegen aus der Entwicklung ihren Branch jetzt wahrscheinlich schon durchforsten und sich das anschauen, während sie hier zuhören. Ich glaube, also für mich ist der Tenor, Sie haben es auch verschiedentlich angesprochen, wirklich die Bereitstellung, die Auswertung weiterer Daten. Ich glaube, das ist natürlich eben auch, welche Daten bekommt man wie in das ISMS-Tool herein. Also ich glaube, das ist aktuell und das wird auch für die Zukunft eine Herausforderung werden, denn es kommen mehr Daten. Wir haben heute Vormittag die Pentests gehört. Wir kennen die Schwachstellen-Scans. Wir haben jetzt Ihren Ansatz hier gesehen. Und ich glaube, da ist die REST-API eben als standardisiertes Verfahren dann auch besser nutzbar. Ich habe eine Frage hier, die befürchte ich aber ein bisschen Richtung Very Nice Team geht, aber vielleicht wissen Sie es auch. Welche Reports kann ich im Umfeld C5-Testierung aus Very Nice heraus standardmäßig nutzen? Ja, das geht eher in Richtung Very Nice Team. Ich habe es befürchtet. Ach, ich versuche es mal, Herr Breitenstrom. So ist das als Very Nice Partner. Man steht immer in der vordersten Reihe. Verzeihung. Nein, also es gibt keinen Standard-Report für die C5-Testierung. Ich nehme das gerne mit an den Fragenden, wenn es da irgendetwas gibt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt im Moment überfragt. Ansonsten sprechen Sie uns da gerne an. Wir haben vor geraumer Zeit versucht, eben diese Inhalte überhaupt erstmal bereitzustellen. Das war so in den letzten 12 Monaten in etwa. Und ja, wir sehen so ein bisschen, das wird genutzt. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie da mehr brauchen und wir diese Produkte komplettieren können. Also deswegen da an den Fragestellenden bitte gerne mit jeglichen Anforderungen very nice@sernet.de. Gut, mache ich.
Prima, danke. Ich habe noch eine Frage, so von wegen, ist diese Integration, Auswertung schon in der Praxis einsetzbar oder sind noch weitere Entwicklungstätigkeiten notwendig? Das ist ganz klar ein Proof of Concept, also der funktioniert. Aber was man da jetzt sehen konnte, zum Beispiel die Ausgabe des Skriptes, die taucht zum Beispiel erst auf, wenn das Skript zu Ende ist. Ne? Also solche Dinge, die sind halt noch ein bisschen unschön. Normalerweise würde man erwarten, dass, wenn das Skript läuft, dann schon die Ausgaben im Job zu sehen sind und so weiter. Das entspricht also nicht dem normalen Eclipse-Vorgehen. Und insofern, ja, ich würde es jetzt nicht für eine produktive Arbeit empfehlen, obwohl das, was man gesehen hat, das funktioniert halt. Ne? Und man kann natürlich auch auf das Compliance Center eben zugreifen. Das funktioniert ja auch. Und also insofern, das ist schon eine deutliche Erleichterung für Sicherheitsbeauftragte, die einfach ansonsten gar nicht wissen, wie tatsächlich sonst der Stand ist. Vielleicht von mir nochmal kurz einen Kommentar im Namen der Entwicklung. Also ich freue mich sehr über so eine Beiträge auf der Very Nice XP und ich habe auch tatsächlich eben schon in Ihrem Ranch reingeguckt. Also vielen Dank für die Anregung auch. Und vielleicht nochmal der Aufruf an alle, dass wir auch über GitHub natürlich auch Pull-Requests prüfen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir alle annehmen. Aber eine Zusammenarbeit auf Code-Ebene über GitHub ist natürlich möglich und auch jederzeit willkommen. Und wir haben da auch schon verschiedene Erweiterungen auf diesem Weg dann angenommen und in die Anwendung übernommen. Vielen Dank für den Beitrag. Jo, nichts zu danken. Hat Spaß gemacht. Prima. Herr Breitenstrom, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen.